Liebe Schwestern und Brüder in St. Pirz und alle, die mit dem Livestream mit uns verbunden sind, zusammen mit Weihbischof Otto Georgens, Domkapitular Wundemar, dem Karl Piot und allen pastoralen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen begrüße ich Sie ganz herzlich. Leider können wir heute unseren diözesanen Katholikentag wegen der noch andauernden Pandemie nicht im großen Rahmen feiern. Aber es ist doch schön, dass wir in diesem besonderen Jahr, in dem wir an den 200. Geburtstag des seligen Paul Josef Nardini erinnert, heute am Karneval zusammenkommen. Wir dürfen im Rahmen des Gottesdienstes noch eine ganz konkrete Initiative auszeichnen, wenn man endlich leben und spüren kann, dass die ganze der Tradition unseres wunderbaren Seligen noch steht, im franziskanischen Geist, das Brot mit anderen zu teilen. So wollen wir uns für diesen Gottesdienst von Herzen bereiten. Wir haben selig Paul Josef wunderbares Vorbild, einen ganz großen Motivator, geistlich im Sinne unserer Diözese erhalten, der alles andere als verhaltet ist. Meine im innersten Kern meines Lebens und Zeugnisses genau in das hineintrifft, was uns heute wieder neu dieser schwierigen und krisenhaften Zeit bewegen kann, Kirche zu sein, Leib Christi, Gegenwart Gottes zu eintragen, das Tröstende, das Heilige, das Ermutigende Gottes in den Blüten erfüllt. So wollen wir unseren Herrn um sein Erbarmen. Caritas Christi urget nos. Glauben heißt tun. Christus sichtbar machen durch unser Leben. Sein Geist drängt uns, erfahrbar zu machen, was seine Liebe bedeutet und in uns wirkt. Wie Paul Josef Nardini, so drängt die Liebe Christi auch uns. Wenn ich mich von deiner Liebe drängen lasse, Herr, dann habe ich Zeit und Kraft und Geduld für die Menschen und auch für die kleinen Dinge des Alltags. In allem willst du mir begegnen und mir nahe sein. Deine Liebe lässt Wunder geschehen, sogar durch mich. Liebend werde ich beschenkt, liebend sehe ich dich. Herr, erbarme dich. Wenn ich mich verschenke, o Herr, begegne ich dir in meinem eigenen Herzen. Es sind die Gaben, die du mir schenkst, die ich weitergeben darf. Doch nicht durch mein Tun, sondern durch deine Liebe und Gnade stehe ich letztlich nicht mit leeren Händen vor dir. Du
wirst sie füllen. Christus, erbarme dich. Wenn ich beim Singen an dich denke, Herr, dann klingt mir in der Musik deine Stimme entgegen und ich weiß, du bist da. Auch wenn ich wegen meiner gläubigen Lebensweise von anderen nicht verstanden werde, so verliere ich doch nicht den Mut, meinen Glauben öffentlich zu zeigen. Wenn ich deine Nähe spüre, Herr, dann bin ich froh. Herr, erbarme dich. So erbarme sich unser allmächtiger Gott. Er verzeihe uns alle Schuld und führe uns zum ewigen Leben. Is the O. Lasset uns beten. Heiliger Gott, du hast uns das Gebot der Liebe zu dir und zu unserem Nächsten aufgetragen, als die Erfüllung des ganzen Gesetzes.
Gib uns die Kraft, dieses Gebot treu zu befolgen, damit wir das ewige Leben erlangen. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Lesung aus dem Buch der Weisheit. Die Frevler tauschen ihre verkehrten Gedanken aus und sagen: Lasst uns dem Gerechten auflauern. Er ist uns unbequem und steht unserem Tun im Weg. Er wirft uns Vergehen gegen das Gesetz vor und beschuldigt uns des Verrats an unserer Erziehung. Wir wollen sehen, ob seine Worte wahr sind, und prüfen, wie es mit ihm ausgeht. Ist der Gerechte wirklich Sohn Gottes? Dann nimmt sich Gott seiner an und entreißt ihn der Hand seiner Gegner. Durch Erniedrigung und Folter wollen wir ihn prüfen, um seinen Gleichmut kennenzulernen und seine Widerstandskraft auf die Probe zu stellen. Zu einem ehrlosen Tod wollen wir ihn verurteilen. Er behauptet ja, es werde ihm Hilfe gewährt. Wort des lebendigen Gottes. Warte nicht länger, bis zu viel Zeit vergeht.
Lesung aus dem Jakobusbrief. Schwestern und Brüder, wo Eifersucht und Streit herrschen, da gibt es Unordnung und böse Taten jeder Art. Doch die Weisheit von oben ist erstens heilig, sodann friedfertig, freundlich, gehorsam, reich an Erbarmen und guten Früchten. Sie ist unparteiisch, sie heuchelt nicht. Die Frucht der Gerechtigkeit wird in Frieden für die gesät, die Frieden schaffen. Woher kommen Kriege bei euch? Woher Streitigkeiten? Etwa nicht von den Leidenschaften, die in euren Gliedern streiten? Ihr begehrt und erhaltet doch nichts. Ihr mordet und seid eifersüchtig und könnt dennoch nichts erreichen. Ihr streitet und führt Krieg. Ihr erhaltet nichts, weil ihr nicht bittet. Ihr bittet und empfangt doch nichts, weil ihr in böser Absicht bittet, um es in euren Leidenschaften zu verschwenden. Wort des lebendigen Gottes. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah, sing hallelujah.
Aus dem Heiligen Evangelium nach Markus. In jener Zeit zogen Jesus und seine Jünger nach Galiläa. Jesus wollte aber nicht, dass jemand davon erfuhr, denn er wollte seine Jünger über etwas belehren. Er sagte zu ihnen: Der Menschensohn wird den Menschen ausgeliefert und sie werden ihn töten. Doch 3 Tage nach seinem Tod wird er auferstehen. Aber sie verstanden den Sinn seiner Worte nicht, scheuten sich jedoch, ihn zu fragen. Sie kamen nach Kapharnaum. Als er dann im Haus war, fragte er sie: Worüber habt ihr unterwegs gesprochen? Sie schwiegen, denn sie hatten unterwegs miteinander darüber gesprochen, wer von ihnen der Größte sei. Da setzte er sich, rief die 12 und sagte zu ihnen: Wer der Erste sein will, soll der Letzte von allen und der Diener aller sein. Und er stellte ein Kind in ihre Mitte, nahm es in seine Arme und sagte zu ihnen: Wer ein solches Kind um meinetwillen aufnimmt, der nimmt mich auf. Wer aber mich aufnimmt, der nimmt nicht nur mich auf, sondern den, der mich gesandt hat. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Schwestern und Brüder, es gibt eine Stelle im Leben des seligen Paul Josef Nardini, die mich auch ganz persönlich besonders berührt. Da hat dieser junge Mensch, der ja in nicht einfachen Verhältnissen groß geworden war, die Liebe zu Christus entdeckt. Und er hat sich durchgekämpft, ist Priester geworden, ein feinsinniger Mensch, hat sogar eine Doktorarbeit geschrieben und ist im seelsorglichen Dienst schon ganz auch aufgegangen. Da wird er hier nach Pirmasens geschickt. Und er macht eine Erfahrung, die sein Leben noch einmal vor eine ganz neue und tiefgreifend umwälzende Herausforderung stellt. Er schreibt ja im Pirmasenser Wochenblatt in einem Beitrag, ja, dass er hier eine Armut angetroffen hätte, die ihm in der Seele wehgetan hätte, das Herz vom Mitleid zerreißen ist. Und ihm geht in dieser Herausforderung auf das Ende, und das schreibt er dann auch, niemals glücklich und zufrieden werden könne, wenn er sich nicht sagen könne, dass er das Seine beigetragen habe, um diese Not zu lindern. Die erste Bekehrung in seinem Leben war, dass er Christus gefunden hatte. Die Liebe
die zum Brennpunkt, wie er einmal sagt, seines ganzen Lebens wurde. Die zweite große Herausforderung, vielleicht gar die zweite Bekehrung, die alle Kräfte und den ganzen Einsatz seines Lebens gekostet hat. Und er war ja ziemlich schnell auch davon so ausgezehrt, war die Erkenntnis, dass er alles, was er gelernt hat, was er verkünden könnte, was er in der Liturgie feiern konnte, nicht mehr glücklich und zufrieden, nicht mehr wirklich tun kann, wenn nicht die Not der Menschen ihn als erstes bewegte und er etwas aufbaute, was zur Linderung dieser Not beiträgt. Die Schwestern, die er gegründet hat und die bis heute ihren wertvollen Dienst tun, und sein ganzes Erbe sind uns als Diözese anvertraut, hier in Nardini, in Pirmasens, hier am Grab des heiligen Nardini. Liebe Schwestern und Brüder, das ist eine so grundlegende Erkenntnis. Die Not der Menschen ist wichtiger als alles andere. Ohne die Not der Menschen in den Blick zu nehmen, kann Christus nicht verkündet werden letztlich. Fällt alles in sich zusammen. Wenn wir heute nach einer Vision wieder in einer sehr krisenhaften Zeit unserer Kirche suchen, dann ist der Lebensweg und die Herausforderung, die so fruchtbar geworden ist, des seligen Paul Josef Nardini uns wirklich ein ganz wichtiger Fingerzeig. Das Erste und Wesentliche ist die Menschenliebe, das Sehen der Menschen, das sich im Herzen mitnehmen lassen von ihren Nöten und Herausforderungen. So ist es ja auch im heutigen Evangelium. Jesus, der seine Jünger, wie es da hieß, etwas lehren wollte, etwas ganz Wichtiges offenkundig auf seinem Weg nach Jerusalem mitgeben wollte. Und es kulminiert in dieser Szene, wo er das Kind dann nimmt und sagt, wer ein solches Kind aufnimmt, nimmt nicht nur mich auf, sondern auch den, der mich gesandt hat, den Vater im Himmel. In dieser Liebe zum Menschen zeigt sich Gottes Gegenwart. Das ist der innerste Kern unseres christlichen Glaubens. Und ohne diese Menschenliebe kann nichts verkündet werden. Alles mag es noch so richtig sein, was von oben herabkommt, aber den Menschen nicht im Innersten liebt, was ja nicht heißt, ihm nach dem Mund zu reden oder alles einfach nur gut zu heißen. Lieben heißt wirklich wahrnehmen und mitgehen in dem Leben, den Herausforderungen und den Ängsten und Nöten, Freuden und Hoffnungen der Menschen, wie uns das Konzil ja auch in die Seele geschrieben hat. Und so, nur so können wir auch zu einer neuen Vision kommen, was uns wesentlich, wie wir als Kirche
Ort des Segens sein können. Dass unsere ganze Verkündigung und unser ganzes Tun etwas von der Güte und Menschenfreundlichkeit unseres Gottes, die uns in Jesus Christus erschienen ist, ausstrahlt. Das muss das Erste sein vor allem. Uns berührt und bewegt die Güte und Menschenfreundlichkeit unseres Gottes. Unsere Visitenkarte sozusagen, an der man das ablesen kann, was wir tun. Und so können wir Segensort für Menschen werden. Die Not der Menschen ist dabei wichtiger als all unser Wohlergehen und auch alles, was wir selbst aufbauen und gestalten können. Wir kreisen nicht um uns selbst, wir sind Herausgerufene in der Liebe. Der selige Paul Joseph Nardini sagt uns, wo der Schlüssel heute für die Verkündigung des Evangeliums liegt und wie etwas fruchtbar werden kann, wenn mit Leidenschaft und Liebe daraus gehandelt wird und da die Prioritäten allen Tuns gezogen werden. Dieser junge Priester, der hier hingekommen ist und der sich dem im Herzen gestellt hat, weil er aus der Liebe zu Christus nicht an der Not der Menschen vorbeischauen konnte, kann uns helfen, das Wichtige vom Nicht-so-Wichtigen zu scheiden. Und wieder neu unsere wunderbare Sendung von Christus in dieser Welt mit Freude, mit Herz und mit Leidenschaft erfüllen zu können. Amen. So dürfen wir in das Glaubensbekenntnis der großen Gemeinschaft der Kirche einstimmen und beten. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Leben des Todes, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Herr, unser Gott, du bist Wort und Antwort zugleich.
im Vertrauen auf deine heilende Kraft beten wir zu dir. Für die Menschen in den verschiedenen Gruppen, Vereinen und Gemeinden, die sich freiwillig sozial engagieren und sich für andere einsetzen. Christus, höre uns. Für die Mitarbeitenden in den Diensten und Einrichtungen von Caritas, Diakonie und anderer Hilfsorganisationen, die Menschen in Not fachlich und menschlich unterstützen. Christus, höre uns. Für die vielen Gruppen und Initiativen, die sich für unsere Zivilgemeinschaft engagieren und daran mitarbeiten, dass eine solidarische, sorgende Gesellschaft entsteht und gepflegt wird. Christus, höre uns. Für alle, die ein politisches Amt übernehmen und ihren Beitrag leisten zu einem verlässlichen und sozialen Gemeinwesen. Christus, höre uns. Für alle, die sich um eine achtsame und respektvolle Diskussionskultur sorgen in den gesellschaftspolitischen Debatten und in den sozialen Medien. Christus, höre uns. Für alle, die auf Hilfe angewiesen sind, die sich als Last fühlen und darunter leiden. Christus, höre uns. Für unsere Verstorbenen, die darauf vertrauen, dass du das Gute, das sie in ihrem Leben begonnen haben, vollenden wirst. Christus, höre uns. Alle Menschen, die deiner Hilfe bedürfen, vertrauen wir dir an. Sei uns allen nahe mit deiner Liebe, Menschenfreundlichkeit, Güte und Kraft, jetzt und in Ewigkeit.
Lasset uns beten. Herr, unser Gott, nimm die Gaben deines Volkes an und gib, dass wir im Geheimnis der heiligen Eucharistie empfangen, was wir im Glauben bekennen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Der Herr sei mit euch. Erhebet die Herzen. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Herr, heiliger Vater, allmächtiger, ewiger Gott, immer und überall zu danken, durch unseren Herrn Jesus Christus. Denn er hat Großes an uns getan. Durch seinen Tod und seine Auferstehung hat er uns von der Sünde und von der Knechtschaft des Todes befreit und zur Herrlichkeit des neuen Lebens berufen. In ihm sind wir ein auserwähltes Geschlecht, dein heiliges Volk, dein königliches Priestertum. So verkünden wir die Werke deiner Macht, denn du hast uns aus der Finsternis in dein wunderbares Licht gerufen. Darum singen wir mit den Engeln und Erzengeln, den Thronen und Mächten, und mit all den Scharen des himmlischen Heeres den Hochgesang von deiner göttlichen Herrlichkeit.
Ja, du bist heilig, großer Gott, und all deine Werke verkünden dein Lob. Denn durch deinen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus, und in der Kraft des Heiligen Geistes erfüllst du die ganze Schöpfung mit Leben und Gnade. Bis ans Ende der Zeiten versammelst du dir ein Volk, damit deinem Namen das reine Opfer dargebracht wird, vom Aufgang der Sonne bis zum Untergang. Und darum kommen wir vor dein Angesicht und feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche den ersten Tag der Woche als den Tag, an dem Christus von den Toten auferstanden ist. Durch ihn, den du zu deiner Rechten erhöht hast, bitten wir dich, allmächtiger Gott. Heilige unsere Gaben durch deinen Geist, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgetragen hat, dieses Geheimnis zu feiern. Denn in der Nacht, da er verraten wurde, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon. Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinen Gedenken. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir, deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis deines Sohnes und wir verkünden sein heilbringendes Leiden, seine glorreiche Auferstehung und Himmelfahrt und erwarten seine Wiederkunft. So bringen wir dir mit Lob und Dank dieses heilige und lebendige Opfer dar. Schau gütig auf die Gabe deiner Kirche, denn sie stellt dir das Lamm vor Augen, das geopfert wurde und uns nach deinem Willen mit dir versöhnt hat. Stärke uns durch den Leib und das Blut deines Sohnes und erfülle uns mit seinem Heiligen Geist, damit wir ein Leib und ein Geist werden in Christus. Lass auf uns, wie du verheißen hast, zu Tische sitzen in deinem Reich.
Darum bitten wir dich durch unseren Herrn Jesus Christus, der durch ihn schenkst du der Welt alle Gut und Gaben. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Jesus stellte ein Kind in die Mitte. Wir sind Kinder Gottes. Und darin, in diesem Vertrauen und in dieser Liebe, zeigt sich am stärksten die Gegenwart Gottes selber in dieser Welt. Und deswegen dürfen wir miteinander beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr allmächtiger Vater, von allem Bösen. Gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen. Und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers, Jesus Christus, erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Der Herr hat zu seinen Aposteln gesagt: Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Wir wollen diesen Frieden des Auferstandenen bitten, die Einheit in der Vielfältigkeit, die er bringt, in Versöhnung miteinander leben, für unsere Kirche, in unserem Bistum, im synodalen Weg, für die Herausforderung in dieser Welt, Herr. Schau nicht auf unsere Sünden, sieh auf den Glauben deiner Kirche. Schenk ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei alle Zeit mit euch. Und wir können uns ein Zeichen, wie immer es Corona-mäßig möglich ist, des Friedens und der Gemeinschaft in Christus geben. Friede sei mit euch.
Seht, das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Die Liebe Christi drängt uns. Caritas Christi urget nos. Thank you.
Uns beten. Allmächtiger Gott, durch deine Sakramente schenk uns deine Hilfe und mache das Werk der Erlösung, das wir gefeiert haben, auch in unserem Leben und Dienst am Nächsten wirksam. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Liebe Gemeinde, der Caritasverband für die Diözese Speyer verleiht heute den Nardini-Preis 2020. Ich habe mich nicht versprochen, 2020. Denn aufgrund der Corona-Situation musste der Tag der Ehrenamtlichen im letzten Jahr leider ausfallen, an dem sonst üblicherweise dieser Preis verliehen wird. Aber ich meine, dass dieser Ort und diese Stunde einen ebenso würdigen Rahmen dazu darstellt. Das Pontifikalamt zum 200. Geburtstag von Paul Josef Nardini, die Feier des bundesweiten Caritas-Sonntags und beides hier in Pirmasens, wo Paul Josef Nardini als Pfarrer unerschütterlich und engagiert gegen soziale Missstände, gegen Hunger, gegen materielle und seelische Not ankämpfte. Not begegnet uns auch heute. Gerade die vergangenen Wochen haben wie unter einem Brennglas den Fokus auf menschliche Bedrängnis gerichtet. Die Opfer der Flutkatastrophe im Ahr- und Erfttal. Die Opfer der Wald- und Buschbrände in den Mittelmeerregionen und den USA, beides Folgen des menschlich gemachten Klimawandels. Die vielen Toten und von Long-Covid Betroffenen, sowie die vielen wirtschaftlich bedrohten Existenzen durch die Corona-Pandemie in den vergangenen anderthalb Jahren. Die Not der Menschen in Afghanistan und von Flüchtlingen überall auf der Welt. All diese Themen, so bin ich mir sicher,
lägen wohl heute einem Paul Josef Nardini auch am Herzen. Ja, wir fühlen uns ja oft so hilflos angesichts dieser globalen Katastrophen und Entwicklungen, gegen die wir ja im ersten Anschein zunächst wenig auszurichten vermögen. Aber wir können helfen. Am unmittelbarsten dort, wo wir selbst leben, in unseren Wohnvierteln, in unseren Dörfern, in unseren Städten. Mit dem Nardini-Preis zeichnet der Caritasverband ehrenamtlich aktive Gruppen aus, die neue Wege gehen, um Menschen in Not zu helfen oder Menschen zusammenbringen. Der Preis wurde vor 12 Jahren ins Leben gerufen, um Initiativen von Gruppen zu unterstützen, die ganz im Sinne der Verbindung von Gemeindekaritas und Sozialraumorientierung Menschen in den Blick nehmen, die im Gemeindeleben vor Ort eher nicht zu sehen sind. Und für all das steht unser Preisträger des letzten Jahres. Es ist die Initiative Kaiserslautern. Ich darf Sie hier in der ersten Reihe stellvertretend für alle, die da mithelfen, herzlich willkommen heißen. Es ist schön, dass Sie gekommen sind und diesen Gottesdienst zusammen mit uns gefeiert haben. Die Pfarrei Maria Schutz widmet sich mit der Ausgabe von Brotzeittüten dem grundsätzlichen Bedürfnis des Menschen nicht nur nach leiblicher, sondern auch nach seelischer Nahrung. Und ganz praktisch sieht das so aus: Von Montag bis Freitag können Menschen kommen und an der ehemaligen Klosterpforte ihre Lebensmittelration in Empfang nehmen, ohne ihre Bedürftigkeit nachweisen zu müssen. Dafür, Sie können das sicher nachvollziehen, sind viele Helferinnen und Helfer notwendig. In der Küche des Pfarramtes in der Bismarckstraße in Kaiserslautern türmen sich an diesen 5 Tagen dann Brotscheiben, Käseecken, verschiedene Wurstsorten und Obst, alles einzeln verpackt, eben der Hygiene wegen, die derzeit notwendig ist. Und Agnes Kraus, ein Mitglied ihres Teams, die leider heute Morgen noch absagen musste, sonst anwesend wäre, die haben wir interviewt und die hat uns gesagt: In eine Brottüte packen die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer immer so viel, dass eine Person damit gut über den Tag kommt. Die Brotausgabe in Maria Schutz ist eigentlich gar nichts Neues und keine neue Erfindung, denn sie war über Jahrzehnte eine feste Tradition, die das 1927 dort eröffnete Franziskaner-Minoritenkloster in Kaiserslautern begründet und über all die Jahre des Klosters gepflegt hat. Als dann das Kloster 2012 geschlossen wurde, war es der Pfarrei ein Anliegen, diese Tradition fortzuführen. Anfangs hatten zunächst die Sekretärinnen des Pfarrbüros die Brotausgabe allein gestemmt. Aber diese Aufgabe sei auf Dauer so nicht machbar gewesen und deshalb habe sich das Pastoralteam um Ehrenamtliche bemüht und daraus ist mittlerweile ein Team entstanden, zu dem Sie gehören, und das sich dazu selbst organisiert. Es geht ihnen nicht nur darum, Bedürftige mit Lebensmitteln zu versorgen, auch die soziale Komponente spielt eine große Rolle. Und dazu gehört es, dass die Leute eben nicht auf die Schnelle abgespeist werden, sondern dass man sich für sie auch Zeit nimmt. Diese Art
der persönlichen Begegnung hat etwas mit Würde zu tun, sagte uns ihre Sozialreferentin Jutta Baltes, die mit Ihnen heute gekommen ist. Diese Würde zu achten, dies sei allen Engagierten der Initiative besonders wichtig. Und deshalb wurde auch der Eingangsbereich vor der Pforte ja sozusagen aufgemöbelt und behaglich gestaltet. Dort steht jetzt eine Bank, auf der man verweilen kann oder sich auch mit einem heißen Getränk aufwärmen kann, vor allen Dingen an den kalten Tagen. Bis zu 30 Menschen kommen täglich zur Brotausgabe. Gegen Ende des Monats, wenn das Geld knapper wird, steigt der Bedarf. Männer sind in der Überzahl. Die meisten kenne man schon. Und wenn auch viele anonym bleiben wollen, freuen sie sich doch, ein paar Worte wechseln zu können, sagte uns Frau Kraus, ihnen zuzuhören und Anteil zu nehmen, das tue den Menschen gut, denn einige hätten außer zu diesen Ehrenamtlichen der Brotausgabe kaum menschliche Kontakte, dafür aber manche Probleme. Umso größer ist die Freude dann, wenn die Brottüten noch etwas Besonderes enthalten, wie Süßigkeiten, Backwaren, Marmelade oder Weihnachtsgebäck in der Adventszeit. Finanziert wird die Brotausgabe durch Spenden und auch aus Mitteln aus dem Opferstock in der Antoniuskapelle der Kirche Maria Schutz. Damit die Hilfe während des Corona-Lockdowns nicht eingestellt werden musste, hat man sogar Lunchpakete an die Haustür der Bedürftigen geliefert. Der schönste Lohn für diese Unterstützung sei die Dankbarkeit des Menschen, hat uns Agnes Kraus gesagt und damit wohl für Sie alle gesprochen. Für die Nardini-Preis-Jury ist in dieser Initiative alles drin, was dieser Preis seit 12 Jahren würdigen möchte. Kirchlich-karitatives Engagement, orientiert an der konkreten Not der Menschen vor Ort und voller Wertschätzung für die, die sonst niemand wahrnimmt. Und jetzt darf ich Sie bitten, dass Sie nach vorne kommen, sich auf die Stufe stellen, damit Sie auch alle noch sehen. Und da Sie alle, wie ich gehört habe, geimpft sind, dürfen Sie auch die Masken abnehmen dazu. Ich bitte auch, ja, Frau Ahrenstein kommt schon, und Schwester Roswitha, beides Mitglieder der Jury. Und Herr Bischof, ich bitte auch Sie, nach vorne zu kommen und die Urkunde für diesen Preis zu überreichen, denn als Anerkennung und Dank für Ihr großes Engagement darf ich Sie, verehrte Mitglieder der Initiative Brotausgabe, im Namen des Caritasverbandes für die Diözese Speyer auszeichnen mit dem Nardini-Preis 2020. Mitten hinein. So rum in den Fang. Und also. Machen dazu. Schwester Roswitha hat als arme Franziskanerin den Scheck überreicht. Ich denke, dass Ihnen in besonderer Weise hilft, auch bei dieser wunderbaren Initiative zu bleiben.
auch an alle anderen, die mithelfen. Nicht? Denn das ist ja wichtig. Nicht? Das ist eine großartige Initiative. Wunderschön. Genau, ja, super. Sehr schön. Möchte noch ein kleines Wort des Dankes sagen. Dafür nehmen wir uns auch noch die Zeit. Danke, ich fasse mich auch ganz kurz. Ich bedanke mich im Namen der Brotausgabe und im Namen der Pfarrei Maria Schutz ganz herzlich für diese Würdigung. Das ist für uns eine Bestätigung und Motivation, damit auch weiterzumachen. Und ich danke auch jetzt hier an dieser Stelle im Namen des Pastoralteams und im Namen der ganzen Pfarrei euch, Brotausgabedamen, die heute hier sind, auch den Pfarrsekretärinnen, die vertreten sind und auch den Anna, die heute nicht mitkommen konnten. Wir sind sehr froh, dass es euch gibt. Das ist euer Preis. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Dank an alle, die mitgewirkt haben heute bei diesem festlichen Gottesdienst. Meine ganz persönliche Gratulation noch einmal an die Preisträger des Nardini-Preises. Das Wunderbares, was uns alle auch inspirieren kann, nachzudenken, wie wir das große Erbe unseres Seligen auch weitertragen können, seine Leidenschaft. Armut, Menschen in Not zu helfen. Danke dem Chor der Caritas Förderstätte Vinzenz von Paul für die musikalischen Beiträge und die geistliche dadurch worden ist. Danke dem Projekt der Projektchorgruppe, auch wunderbar uns
in diesem Gottesdienst begleitet hat mit Organisten und auch der Leitung. So wollen wir nun Gott bitten um seinen Segen. Der Herr sei mit euch. Der Name des Herrn sei gepriesen. Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn. Und so segne euch auf die Fürsprache der heiligen Gottesmutter Maria, des seligen Paul Josef Nardini und aller Heiligen, der allmächtige und uns liebende Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.